Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ja, das heutige Video ist wieder so ein bisschen ein Problemfall für mich selber gerade, wo ich nicht so richtig weiß, ob ich so ein bisschen auf dem Holzweg bin. Und zwar, das Thema ist folgendes. Ich lese, ich weiß nicht, ob das viel ist, wahrscheinlich eher nicht so viel. Ich schaue, dass ich so ein Buch im Monat lese. Meistens wird es ein bisschen mehr, eher so ein anderthalbes Buch. Und zudem höre ich mir halt noch Hörbücher an, relativ aktiv. Das heißt, immer wenn ich irgendwie unterwegs bin, schaue ich, dass ich mir was anhöre. Und wenn ich lese, dann markiere ich immer relativ viel. Und gerade wenn ich Bücher lese, wo es jetzt irgendwie um die Börse geht oder ja, wo halt so ein bisschen, ich sag mal, Zahlen mit vorkommen, da ist es dann auch oft so, dass ich mir so ein kleines Notizbuch immer mit zur Hand nehme und halt die ganze Zeit dann quasi die Rechnungen nachvollziehe und sowas. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich es einmal selber gerechnet habe, okay, dann bleibt es auch im Kopf drin. Ja, und ich lese, naja, schon so relativ viel von diesem Mindset-Geschwurbele, könnte man sagen. Also, ja gut, ein Drittel aller Bücher, würde ich sagen, die ich lese, haben schon irgendwie mit dem Mindset zu tun, so ein bisschen. Nun ist Folgendes passiert, dass ich Anfang letzten Jahres war das. Ich habe mein Praktikum gemacht im Immobilienvertrieb und ich hatte ja keinen blassen Schimmer von Immobilien. Also bin ich immer mit so erfahrenen Consultants auf Akquise gegangen, beziehungsweise auch auf Besichtigungen. Und dann hatte ich eine Besichtigung mit einem Top-Consultant, auch mit einem sehr hochdotierten Kunden, der sehr häufig bei uns gekauft hat. Und da sind wir zur Besichtigung gefahren. Besichtigung war in Chemnitz, also mussten wir erstmal 60 Minuten Auto fahren und da er natürlich die ganze Zeit am Handy E-Mails beantwortet oder telefoniert, habe ich gefragt, ob es okay ist, wenn ich mir nebenbei was anhöre. Meint er, überhaupt kein Problem, würde mich sogar interessieren, was du dir da anhörst. Und da habe ich Earl Nightingale gehört mit Lead the Field, weil ja, das ist einfach für mich so, dass das höre ich auch heute noch ständig, keine Ahnung. Ist halt, ich nenne ihn auch immer liebevoll, immer nur noch Earl. Ja, meine Freundin hört das aber inzwischen auch sehr, sehr häufig, also geht es immer nur noch um Earl. Naja, auf jeden Fall habe ich mir Earl Nightingale angehört und da ging es halt gerade so um die Zielsetzung, wie man das machen sollte und was passiert, wenn man sich keine Ziele setzt und bibabo, man kennt das ja. Naja, so nach einer Viertelstunde drückt er auf Pause bzw. dreht die Lautstärke runter, guckt mich an. Glaubst du den Scheiß? Oh je. Also das ist jemand, zu dem ich durchaus aufsehe, würde ich sagen. Ich meine, das ist einfach eine Person, der weiß, was er will, verdient unfassbar viel Geld, halt als Top-Consultant, da verdienst du schon richtig, richtig viel Geld. Und das war eigentlich jemand so, wo ich dachte, ja, und da ist mir die Meinung auch sehr, sehr wichtig. Ja, ich höre mir das auch öfter an. Ich finde das schon gut und richtig, was da gesagt wird. Merkst du nicht, dass du so eine Blase um dich herum hast, wenn du dir sowas anhörst? Es hat mich schon ein bisschen gekränkt, so als ich das gehört habe, aber er hat dann halt weiter erzählt, dass er meinte, ja, da gibt es verschiedene Studien, das ist auch so bei Bodo Schäfer, das ist der Deutsche dazu, dass man, wenn man sich solche Hörbücher anhört oder wenn man solche Bücher liest, dass man sich immer nur die Dinge rausgreift, die einen, naja, in seiner eigenen Geisteshaltung unterstützen. Das heißt, es ist halt, da nimmt jeder Mensch ein bisschen was anderes raus, aber eigentlich so richtig zu einer Veränderung regen die Bücher halt nicht an, weil halt jeder so den Teil für sich raussucht, der für ihn halt gerade passend ist. Und das habe ich persönlich abgelehnt und das fand ich auch nicht in Ordnung, aber ich habe es durchgezogen. Ja, das war eine ganz peinliche Autofahrt dann, weil ich das Hörbuch weitergehört habe, aber ja. Ne, wir haben dann eine ganze Weile darüber geredet und so, aber ich konnte seine Meinung nicht nachvollziehen, gar nicht. Dann ist es aber, also je mehr ich jetzt darüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, ja, vielleicht ist da doch was Wahres dran gewesen. Weil ich habe ja schon in einem anderen Video erzählt, dass ich gern mein Umfeld auch voranbringen möchte, beziehungsweise quasi meinem Umfeld was Gutes tun wollte. Und ich habe ja das Buch Rich Dad Poor Dad verschenkt. Und das hatte dann nur eine Person gelesen von den dreien, denen ich es geschenkt habe. Bei den anderen glaube ich nicht, dass sie es je gelesen haben. Und die Person hat mir dann aber gesagt, ja, was willst du mit dem Quatsch, das ist ein Buch für Kinder und das, was da drin steht, weiß ich ja alles schon, das mache ich alles schon, das bringt mir überhaupt nichts. Und ich meine, Rich Dad Poor Dad ist jetzt nicht irgendein hochmathematisches Buch oder irgendwas, wo man sich super konzentrieren muss, dass man das liest, aber es sind halt so Weisheiten über Geld und die Person, die mir halt verklickert hat, dass sie sowieso schon alles weiß, was da drin steht, ist halt hochverschuldet und kommt eigentlich überhaupt nicht mit Geld klar und wenn man so die Gewohnheiten der Person kennt, dann merkt man, dass das halt
Leben auf Pump und Leben an der roten Linie, also finanziellen roten Linie ist, also immer auf kurz vor der Privatinsolvenz. Und wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke, dann muss ich sagen, na gut, die Person hat halt wieder genau das aus dem Buch rausgenommen, was für sie oder was sie selber in ihrer persönlichen Meinung verstärkt hat. Und jetzt ist noch Folgendes passiert, dass meine Freundin hat jetzt auch angefangen, so verschiedene Bücher zu lesen, angefangen bei Kiyosaki, dann über Susanne Levermann, aber jetzt auch ein Buch, und zwar das heißt, wie man Freunde gewinnt. Das finde ich richtig, richtig gut. Das ist von Dale Carnegie und fand ich halt selber für mich sehr prägendes Buch, was mich persönlich halt weitergebracht hat, beziehungsweise hatte ich das Gefühl, dass es mich weitergebracht hat. Und jetzt hat sie das gelesen und wir reden jetzt sehr, sehr viel darüber und ich glaube, das ist ein positives Geschenk oder ein wirklich großes Geschenk, was ich habe, dass ich quasi mit meiner Partnerin über diese Themen reden kann. Und wir reden jetzt darüber, weil sie das gerade erst gelesen hat und ich merke an so vielen Punkten, dass sie da was ganz anderes aus dem Buch rausnimmt. Und wenn wir jetzt darüber reden, dann merke ich einfach, dass ich mir wirklich teilweise nur die Punkte rausgenommen habe, die ich quasi schon vielleicht intuitiv, aber die ich quasi richtig gemacht habe. Aber es sind so viele Dinge da drin, die da drin stehen, wo ich einfach Dinge grundsätzlich falsch mache im Umgang mit anderen Menschen. Und ich mir aber das überhaupt nicht so für mich erkannt habe, sondern ich quasi nur das genommen habe, aus dem Buch rausgezogen habe, was für mich relevant war. Und deswegen habe ich das am Anfang erzählt, mit dem, wie ich ein Buch lese. Also meine Freundin hat sich das Buch nochmal neu gekauft, weil ich unfassbar viel anstreiche. Ich schreibe mir da Sachen dazu. Manchmal mache ich hier so Post-its dazu von 3M, ja. Mache Post-its dazu und schreibe mir dann halt Sachen dazu. Oder ich schreibe mir extra Sachen in Notizheft. Also ich denke schon, dass ich mich mit den Büchern, die ich lese, relativ viel beschäftige, weil ich eben nicht so oberflächlich so ein Buch lesen möchte, sondern ich möchte halt wirklich verstehen, was das Buch mir sagen will. Und ich denke auch relativ viel darüber nach, über solche Bücher. Ich erinnere mich an Adam Smith, Wealth of Nations. Da liest du eine Seite und dann musst du erstmal eine Viertelstunde nachdenken, was der da eigentlich sagt. Aber also ich versuche mich schon mit den Büchern kritisch auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen zu hinterfragen, was das für mein eigenes Leben bedeuten könnte. Aber ich habe halt jetzt mitbekommen in letzter Zeit, dass ich das wahrscheinlich auch so mache. Also, dass ich so ein bisschen, wie der andere Makler das im Auto zu mir sagte, dass ich so ein bisschen in meiner Blase lebe. Und jetzt gerade wird das mir noch viel, viel deutlicher. Und zwar, nachdem meine Freundin halt, wie man Freunde gewinnt, gelesen hat, haben wir jetzt das nächste Buch von Dale Carnegie gekauft und zusammen gelesen, weil für mich war so ein bisschen das Experiment, wenn wir das zusammen lesen und dann über die einzelnen Kapitel sprechen, ob das da wieder so sein wird. Ich meine, wir lesen ja genau das Gleiche, aber was wir dann daraus mitnehmen, weil das ist ja auch wieder so ein bisschen, Sorge dich nicht lebe, das ist so ein bisschen Selbsthilfebuchmäßig, würde ich sagen. Ich hätte es mir wahrscheinlich auch selber nicht gekauft, aber grundsätzlich muss ich sagen, ist auch wieder ein Top-Buch, ohne Frage. Und wir haben es jetzt auch durch und mir ist halt wieder aufgefallen, dass wir komplett unterschiedliche Dinge da rausnehmen und jeder halt immer mehr das für sich rausnimmt, was für ihn oder was einen selber so in seiner Geisteshaltung bestärkt. Zum Beispiel bin ich ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es wichtig ist, auf meine Sache einfach, ja, nicht nach einer Stunde wieder aufzuhören, sondern durchziehen und durchpowern. So, das heißt, wenn ich jetzt meine blöden T-Shirts mache oder wenn ich jetzt an einem Video sitze und es klappt die ersten 5 Mal nicht und ich verplapper mich ständig, dass ich dann auch noch da sitze und dass das Video das 6. Mal mache und das so lange durchziehe, bis ich es im Kasten habe. So. Also, dass man eine Sache einfach mal durchzieht. Und jetzt steht hier aber drin, dass das eigentlich falsch ist. Dass man regelmäßige Pausen machen soll, bevor man eine Müdigkeit spürt. Da sind ganz, ganz viele Beispiele drin. Das klingt jetzt, das ist wirklich gut erklärt und ich muss jetzt meine eigene Haltung da gänzlich überdenken. Aber das sind halt einfach so Dinge wieder, die ich, na, normalerweise würde ich über sowas quasi mehr drüber lesen und jetzt versuche ich mich aber aktiv mit den Dingen zu beschäftigen, die eigentlich gegen mein Weltbild so ein bisschen gehen. Und ich glaube, das ist so ein Fall, ich mache das oft mehr oder weniger aktiv, dass die Bücher, die ich zum Beispiel lese von der Art her, das ist ja immer nur in die eine Richtung. Dieses eine, wie wirst du erfolgreich, Erfolg, was musst du machen, Börse, Anlagestrategien und nur so ein Zeugs, was ich lese. Na gut, manchmal lese ich auch noch so ein paar andere Dinge, so ein Ken Follett-Buch oder so, finde ich schon auch ganz gut. Aber grundsätzlich geht es immer in die eine Richtung. Und ich meine, so ein bisschen sorge ich ja damit dann automatisch dafür, dass ich schon mal so ein bisschen in meiner eigenen kleinen Welt lebe. Und jetzt habe ich gerade noch angefangen, mir das Hörbuch anzuhören von der 4-Stunden-Woche. Und da gibt es auch so viele Dinge, die mir so komplett gegen den Strich gehen.
Und ich merke jetzt aber richtig, dass das quasi so ein bisschen das passt nicht in meine Blase rein, aber ich versuche mich jetzt mal aktiv damit zu beschäftigen. So, und jetzt kommt mein eigentliches Dilemma. Und zwar frage ich mich, ob was so schlimm ist an dieser Blase. Ich habe irgendwo mal das Wort aufgeschnappt, vielleicht war es jetzt auch gerade bei der 4-Stunden-Woche, die selektive Ignoranz. Es bringt dir nichts, wenn du alles weißt. Du kannst sowieso in unserer heutigen Welt nicht mehr alles wissen. Es ist klar, es ist wichtig, dass man so groben Überblick hat, was die Welt zusammenhält. Aber dass man jetzt so dieses breite Wissen haben muss in allen Bereichen, ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist. Warum soll es nicht sinnvoll sein, wenn ich jetzt in einem Bereich so fit bin, dass ich quasi zwar meine eigene kleine Fantasiewelt habe, meine eigene Blase, in der ich lebe, aber in der bin ich erfolgreich, in der bin ich glücklich, die bringt mich voran. Da weiß ich gar nicht, ob es überhaupt sinnvoll ist, das nicht zu machen. Also, was ist so schlimm an dieser Blase? Es ist halt, okay, du musst halt aufpassen, dass du nicht in einer komplett anderen, in so einer Art Parallelwelt lebst. Aber ich meine, selbst wenn ich andere Menschen dadurch nicht zu Schaden kommen oder so, sondern ich in meiner kleinen Parallelwelt glücklich bin, das klingt schon ein bisschen verrückt, gebe ich zu. Aber was ist so schlimm daran? Also da bin ich gerade etwas uneins mit mir selber, ob das wirklich so schlimm ist, wenn ich in so einer, sollte ich in so einer Blase leben, und wenn ja, ob das überhaupt schlimm ist, dass ich in dieser Blase lebe. Ja, aber das sind auf jeden Fall so Fragen über Fragen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Aber wahrscheinlich ist es auch unnütz, sich mit sowas. Ja, auf jeden Fall kann ich Buch empfehlen, Sorge dich nicht lebe, Dale Carnegie. Selbsthilfebuch, braucht man keinen Therapeuten mehr. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Du konntest meinem kleinen Monolog hier folgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.